Das Ganze trägt ein Konzept, die EP heißt Empires. Wir hatten die Idee, ein Konzept-EP zum Thema Revolution zu machen, weil wir gemerkt haben, dass den ersten Text, den wir geschrieben haben, das war schon ein Thema, was immer wieder aufgetaucht ist, hat uns beschäftigt. Wir sind angekommen. Auf, ihr, was ist das? Und wir bauen jetzt erstmal hier die Drums auf. Das Alexander. Warum? Aber hier kann man cool Pause machen. Hier kann man cool Pause machen. Es hat uns gesehen. Stellen wir uns tot. Ja. Sonntag haben wir dann mit den Drums angefangen und auch sind dann auch am Tag damit fertig geworden und mit der Lead-Gitarre. Zum Songwriting kann ich sagen, dass ich eigentlich die meisten Riffs mit in den Proberaum bringe. Dann gucken wir einfach, was jeder dazu sagt. Also entweder findet derjenige das scheiße oder halt gut oder sagt halt, was kannst du da noch machen. Und dann bringt jeder seinen Teil dazu bei. Und ja, so entstehen unsere Songs eigentlich prinzipiell. Ich finde, wir haben uns in den Songs ziemlich weiterentwickelt. Vom ersten, den wir gemacht haben, bis zum letzten, den wir jetzt geschrieben haben. Ja, ist halt ein bisschen härter geworden, würde ich mal sagen. Ein bisschen anspruchsvoller. Gestern haben wir die Rhythmusgitarre gemacht und den Bass. Wie läuft das? Scheiße. Naja, komm, du hast 3 von 5 Songs fertig. Ist doch okay. Fertig. Ja, fertig. Joschka hat Freunde. Jetzt nicht mehr. Wenn wir Glück haben, können wir das freilebende Joschka gleich noch bei der Paarung erwischen. Hat einer einen Hyperball oder einen Megaball dabei? Wenn du jetzt Liegestütze machst, ne? Gib ich dir eine Zigarette. Oh, nee. Ja, hau rein. Halt mal, sagt er. Es geht los. Wie viele denn? Send den Horst. Wie heißt die Straße hier? 5. Send den Horst in der Fusel, Paratte. Oh, wie widerlich. Wie widerlich. 2, 3, 2, 3. 2. So. Hallo, das waren erst 4. Habe ich gestern den Bass aufgenommen halt eben und... Muss man schon, also es ist halt was anderes, als wenn man jetzt irgendwie probt oder was weiß ich nicht. Muss man aufpassen, dass man alles perfekt timed und ordentlich das sauber einspielt und alles. Da braucht man schon so ein paar Versuche für. Und heute Morgen sind wir wieder hier und da wird jetzt erstmal gereamt und dann noch der Gesang aufgenommen. Unsere EP wird dann halt noch Release feiern am 12.01. in Bielefeld im JZ Stricker.
mit dabei sind gute Freunde von uns, die wir eingeladen haben zu dieser Show, weil wir halt wollen, dass wir unsere CD halt auch mit befreundeten Bands feiern. Und mit dabei sind My Adorable aus Bielefeld, Crying Cockroach aus Köln, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Dann Dethroned in Ruins aus Herze Bronx Klarholz und A Plumber's Nightmare aus Herford und Bünde. Und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und jetzt kommt's. Die ersten 20 zahlenden Gäste kriegen eine EP umsonst dazu. Ist das was? Am 12.01. spielen wir halt unsere Release-Show. Da spielen wir dann die ganzen neuen Songs. Und wir haben auch so ein paar Überraschungen vorbereitet für die Zuschauer. Hey, ich bin Candy, das sexy Weihnachtsluder. Wollt ihr einen sexy Weihnachtsabend haben? Ach, das ist... Finde ich witzig. Jetzt komm, jetzt mach die Kamera aus hier.